Mir ist das Wahlrecht unglaublich wichtig, weil wir einfach sehr, sehr lange dafür gekämpft haben. Also Urgroßeltern und Vorfahren, für die war das einfach überhaupt nicht selbstverständlich, vor allem für die Frauen nicht, dass sie wählen durften. Und deswegen finde ich, dass wir es allein denen schon schuldig sind, dass wir unser Wahlrecht in Anspruch nehmen und unsere Meinung dadurch auch äußern. Also ich finde auf jeden Fall, dass das Wahlrecht sehr wichtig ist, weil jeder seine Meinung nennen sollte und auch was ändern können sollte. Also mir ist das Wahlrecht schon sehr wichtig, weil ich es wichtig finde, dass man seine Meinung vertreten sollte und auch, dass man einfach von dem Gebrauch machen soll, was sich unsere Vorfahren erkämpft haben und dass es einfach wichtig ist, dass man auch mitbestimmen darf. Bildung, Studium, das ist ganz, ganz wichtig. So, natürlich finde ich, sind Themen wie Verkehr und Bildung sehr, sehr wichtig, aber mir persönlich ist das Thema Umwelt am allerwichtigsten und ich finde, da wird im Moment grundsätzlich eigentlich nicht sehr viel gemacht, weil leider meistens aufs Geld geschaut wird und nicht auf die Umwelt. Mir ist Bildung sehr wichtig, weil ich halt auch finde, wenn man entsprechend über zum Beispiel Dinge gelernt hat wie Umwelt und Verkehr, dann kann man auch in diesen Bereichen können sich dann auch die jüngeren Generationen sehr gut einsetzen und davon geht halt, finde ich, von der Bildung sehr viel aus. Und eben auch Verkehr ist mir da auch recht wichtig, umweltfreundlichere Varianten. Was noch ganz wichtig ist, natürlich das Wohnen, also die Mietpreise, die Lebenserhaltungskosten und weit vorausgenommen natürlich auch die Pensionen. Also das jetzige Pensionssystem schaut für unsere Generation gerade nicht so gut aus, aber dass sich das halt vielleicht jetzt dann wieder verbessert.